So, dann läuft der was was ist eigentlich weiß und stört beim Essen? Die Aufnahme. Nee. Das ist lustig. Ja, das war schon okay, das ist Robchus Humor, perfekt. Der okay. beste Humor ist trockener britischer Humor. Perfekt. So. Was ist denn jetzt weiß und stört? Erkennt ihr das nicht? Ich nee. komm grad nicht drauf. Eine Lawine. Ah, ja doch. Ach so, ja, okay, ja. Das sind die schlimmsten Witze. Die ja. immer so, die nennt man XY, das sind echt die schlimmsten. Ich meine, grundsätzlich, also eigentlich ergibt das Sinn. Ja. Okay, so. Ja, ich dachte, ich starte den Part mal anders. So, wir machen weiter bei Among Us. Wie viele Wichser braucht man, um XYZ? Weißt du, solche Witze halt, die sind auch schlecht. Du meinst natürlich Schuhwichser. Ja, welche denn sonst? Perfekt. Gut, bevor noch mehr kommt, los geht's. Ist das auch ein Beruf, wo Wichser mit drin ist? Achso, und für die Zuschauer, wir haben die Map gewechselt. Wir sind jetzt auf Polos. Genau. Ja, das sehen die Zuschauer doch selber gleich, Alter. Das. Mein Gott. Imposter, schade. Weltzerstörungstastisch. Oh, Engineer. Ich darf mal Wenz benutzen. Das war der falsch, oder was? Ach, so ging das. Bam. Na. Oh mein Gott. Hä? Ist das schwerer geworden? Alter, das habe ich noch nie versaut. Bin ich dreimal abgerutscht. Digga. Alles klar, ich komme gar nicht aus dem Startabschnitt raus, weil da zwei Tasks waren. Das ging aber schnell. Ja, und es ist Xehan. Also ich stand jetzt beim... Es ist Xehan, also ich. aus dem Dropship raus und dann nach rechts bei diesem Dingen, wo es dann nach oben geht. Da standen wir und da war dann direkt... Reggie tot und Xehan ist weggelaufen. Also. Okay, also wenn es kein Self-Report ist, ist die Geschichte soweit komplett jetzt richtig. Kommt weil jedes Mal damit Nico war es. Ja, Nico, ich sag ja nur, wenn es keiner ist, Nico war oben. Das muss ein Self-Report gewesen sein. Ich habe nichts von all dem gesehen, weil es dunkel war. Wo warst du denn? Also ich bin tatsächlich nach rechts gegangen. Ich war gerade auf dem Weg in den Artefaktraum. Aber ich habe nicht, wie gesagt, ich habe nichts von all dem gesehen. Also selbst wenn ich da gewesen sein sollte... Welches ist der Artefaktraum? Ist das der erste? Nee, also ich wollte nach ganz unten rechts. Also ich wollte eigentlich nur durchgehen. Will denn Nico sehen können, wo die Leiche ist und noch jemanden wegrennen sehen, wenn die Lichter aus sind? Das. Ja, weil ich den Report-Button gesehen habe und dann kurz rumgelaufen bin, bis ich die Leiche gefunden habe. Die Lichter sind ja gerade erst ausgegangen. Ach so, ja, ich frage mich fast, weil der Kill. Noch nicht gesehen haben? Ja. Ich hab dich ja schon da weggehen sehen. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass es eigentlich so obvious war, dass es auch ein Shapeshifter nicht. Hätte sein können. Weil es eigentlich zu obvious war. Aber. Vielleicht hast du mich gerade da weggehen sehen, das mag sein, aber wie gesagt, ich habe halt nichts von all dem gesehen, weil es halt stockenfinster war. Aber dann hättest du den Report-Button sehen. Das kann es ging so schnell alles. Weil wir da nur waren. Ich habe halt keinen Report-Button gesehen, weil ich da wahrscheinlich schon wieder zu weit insgesamt weg war. Ging das schnell. Ich habe gerade mal die zwei Tasks oben im Dropship gemacht und schon kam die Message. Ja, weil wir auch direkt dahin sind und dann war er direkt ja tot. Ja, nur ich meine, weil man kann jetzt da gar nicht eine riesige Geschichte draus basteln, weil es kann gar nicht so viel Zeit vergangen sein. Das ist sehr obvious, aber gut. Jetzt Nico gewotet. Der hat mir ein bisschen zu sehr insistet, dass ich das war, obwohl er mich eigentlich gar nicht hätte sehen dürfen. Also wenn du es jetzt nicht warst, kannst du Nico gewesen sein. Das ist der Punkt. Xehan Nordwassercheck. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie du das gesehen hast, aber okay. Oh, Nico, du bist so langweilig. Ich bin halt smart, ne? Ja, aber wir waren da zu dritt und dann genau. Ja, aber geht das Licht aus und Robjo ist tot. Also, das war ich. Ja, aber ich hab das Licht. Hast du mich gerade Robjo genannt? nicht Robjo. Ich hab das Licht ausgemacht und dann extra nochmal eine Sekunde gewartet und ihn dann gekillt, weil ich dachte, du gehst weiter, aber du bist dann plötzlich stehen geblieben und hast dann aktiv nach der Leiche gesucht. Da dachte ich mir so, ja, what the fuck? Ja, ja. Ey, Reggie?
klar, ja. Wenn ich einen Report-Button sehe, dann gucke ich mir der Leiche. Achso, du hast den Report-Button noch gesehen? Ja, okay, scheiße, okay. Ja. Ich habe gerade ein Mikrofon ausgemacht. Ich dachte, du wärst schon weit genug instinktiv meinen Tablet-Stift greifen. Ich dachte, du wärst schon weit genug weg, um den Report-Button nicht mehr zu kriegen. Ja, okay, gut, dann war das mein Fehler. RIP. Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen zurück, also so ein paar Meter, und dann war der Report-Button. Nein, du hast es, nee, Nico ist einfach, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich erwartet, dass du einfach weitergehst oder zumindest nicht genau nach dahin zurückgehst und du das dann niemals mitbekommst, aber okay. Ja, gut, das, Lasst uns gamen. Yay! Nico ist einfach smart. Oh, ja, also seit ich die Mütze gewechselt habe, bin ich nicht mehr Bosse gewesen. Das hat jetzt auch wieder gemacht. Ja, Mütze okay, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder wetten. Ich muss alles an der Mütze liegen. Perfekt. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Alter, ich doch. Mein Mikrofon. Ach, das macht er. Ich dachte schon, hä, was sind das für Geräusche? Das war nicht von mir. Ah, das ist auch wieder so ein Doppelding, ne? Das geht wieder zu irgendeinem anderen Teil weiter dann. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das geht jetzt da drüben weiter. Scheiße, hier kommt man nicht rein. Wie muss man da rein? Hier, ups. Ups. Und jetzt noch hier. Ah, da muss man wieder den Kollegen dazu. Oh, das ist... Und Nico ist wieder als erstes tot. Was macht ihr? Das ist schlimm, jetzt ist ja Nico. Also, ich habe, also die Runde ging los, ja? Und dann bin ich nach unten gelaufen und dann ist Nico nochmal nach oben gelaufen, dann bin ich zu Electrical da rein und während ich nach Electrical reingelaufen bin, stand Reggie da unten, also nach draußen in der Mitte. Bei Electrical stand Reggie? Nein. Dann ist es ein Shapeshifter. Hör doch, lass mich doch mal ausreden. Also, ich auf dem Weg zum Electrical habe ich gesehen, dass draußen Reggie stande, oder der Name Reggie stand da mit diesem dreieckigen Ding, wo die Kreise drumherum sind. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Da stand einer, der Reggie heißt. So, dann bin ich Electrical runtergelaufen zu meiner Aufgabe. Machst du jetzt draußen das Ding, oder was? Ja, draußen ja, das so Ding. Ja, so eine Antenne. Einer, okay. Den Namen Reggie. So eine Antenne. Also ganz am Anfang, da war ich das, ja. Ganz am Anfang, ja. Pass auf, dann okay. Bin ich in Electrical und hab da oben links eine Aufgabe am Machen. So, da habe ich dann... Da war Nico dann auch noch und Xehan war da auch ganz kurz. Und dann bin ich runtergelaufen, also nicht nach Security, sondern nach unten. Dann kam mir ein weiterer Reggie entgegen. Da bin ich runtergelaufen und dann war da die Leiche. Okay. Du warst Laboratory, ne? Wir waren beide Laboratory, ja. Okay. Da war es Conan jetzt, dass ich weiß, dass er Laboratory war, dass das andere ein Shapeshifter war. Das heißt, Conan sollte mich klären können. Ja, ist möglich, dass jemand als Reggie rumgelaufen ist, das ist richtig. Ja. Also der Reggie, mit dem ich im Laboratory war, der kann es nicht gewesen sein, theoretisch. Ich war ganz oben rechts. Außer du warst es halt ganz vorher und der Tod ist schon vorher passiert, aber das weiß ich nicht. Aber jetzt, die letzten 10, 15 Sekunden waren wir beide im Laboratory unterwegs. Ja, aber hört ihr mich? Bin ich noch gemutet? Ja, wir hören dich. Dann stimmt aber irgendwas nicht. Also es sei denn, okay, also ich sag's mal so, also aus eurer Perspektive sage ich jetzt mal, also wenn das jetzt so ist, wie ihr meint, klingt das ja jetzt erstmal so, als würdet ihr beide euch gegenseitig klären, sage ich jetzt mal, weil ihr ja wisst, wo ihr wart offensichtlich und es einen weiteren Reggie gab offensichtlich und dann gab es Robjo, der reportet hat. So, aus meiner Perspektive kann das halt nicht sein, weil es gibt jetzt einen Robjo, der sich eine Story ausgedacht hat, die jetzt für mich erstmal sehr... sehr krass klingt, sage ich jetzt mal. Also ich vermute jetzt erstmal nicht, dass es ein Self-Report ist. Das Problem ist aber, dass es aus meiner Perspektive halt einer von euch beiden sein müsste. Das kann aber auch nicht sein, weil ihr euch ja gegenseitig klärt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Also wie gesagt, es könnte möglich sein, dass wenn der Kill relativ am Anfang passiert ist, könnte es trotzdem jeder von uns gewesen sein, weil wir uns halt später erst getroffen haben. Aber jetzt die letzte Zeit waren wir im Laboratory unterwegs. Okay, ich will kommen. So viel kann man sagen. Ich möchte mal kurz eine Sache anmerken, die Nico vorhin mal gesagt hat. Und zwar, als Robjo Imposter war, meinte Nico, Robjo war ein bisschen zu ernst. Und Robjo war gerade auch ziemlich ernst. Das ist nur, ich möchte das nur anmerken. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dass er jetzt auch auf einmal auf, ich nehme auch, Moment. Was ich glaube, es gibt hier ja.
Aha, Für alles, was ich für dich getan habe, kommt jetzt schon Dex, ne? Ja, ich wäre jetzt auf Conan gegangen, ich wäre jetzt auf Roppe gegangen und wenn wir immer noch da gewesen wären, wäre ich zum Button gelaufen. Für mich bleibt jetzt Robbe ein bisschen sass, aber mehr kann ich aktuell nicht tun. So, kriegen wir es jetzt hin? Ach, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Ich muss da oben lang, da muss ich rein. Wollte doch den schönen Planeten suchen. Ist da ein Zaun? Ups. Ach, schon ewig her. Xehan. Oh, jetzt muss ich was anderes suchen. Auch in Ordnung. Also die Steuerung davon ist auch super weird geworden. Wo ist denn das? Da. Ah, man hört das auch jetzt zusätzlich. Interessant. Da war Rob schon, ne? Ach, das ist ja die... Oh. Das ist ja die Geschichte mit den Schleusen. Ich sag doch, wir hätten einfach... Ja, komm. Hinterher ist man immer schlauer. Hi, Nico. Danke. Also ich habe jemanden gekillt. Okay. Ich habe gesehen, wie ein gewisser Rob View vor mir stand. Doppelter Selfie-Pod. Bei den... Und dann war, dann bin ich zum Laboratory gelaufen. Oh mein Gott. Und dann war da eine Leiche und da war ich auch. Also wir haben einen Shapeshifter hier, der sich als mich verkleidet hat. Geil. Okay. Robio, ich glaube dir. Weil ich habe gesehen, dass du am Turm warst. Nice. Ja, ich habe mich zweimal gesehen. Also mich hat definitiv ein Robio gekillt. Die Frage ist, ist das möglich? Wieso bist du das? Von der Zeit her meine ich jetzt. Hä? Was ich gesehen habe. Ja, du hast mich gesehen. Rekapitulieren wir das mal kurz. Wer war jetzt alles verkleidet? Also, ich habe mich selber gesehen. Also, jemand hat sich als mich ausgegeben. Und das habe ich gesehen, als ich aus Electrical rauskam und dann oben links dieser Turm da war. Da, wo man dann wo man die Handdingsbums macht, wenn das am Abfacken ist. So dieses, dieser Reaktormeldung oder was ist das, ja? Ja, genau. Und dann habe ich mich da gesehen, aber ich habe mich nicht reingetan, bin ich weggelaufen und dann direkt nach rechts zur Laboratorie, weil da ist ja das Ausrufezeichen für die eine Task. Und dann habe ich da auch eine Leiche gesehen und links einen Robio, der aus dem Vent kam oder in den Vent wollte oder so. Das stand auf jeden Fall in der Nähe des Vents. Und der hieß dann auch, so wie ich, habe ich halt reported. Hoffentlich habe ich das gerade wieder gemacht. Also, ich weiß es tatsächlich selber nicht. War scheiße. Mich hat ein Robje gekillt, aber so wie Robje das gerade erzählt. Oh, verdammt. Ich werde voreilig jetzt Robje gewotet. Ich bin lost. Voreilig. Ich bin lost, aber. Aber theoretisch kann es wirklich ein Shapeshifter sein. Also, soll ich kurz mal eine Runde rekapitulieren? Hilft dir das? Ja, red ruhig. Okay, also, ich war... Langweilig! Heißt, ich glaube, es ist doch Robio. Aber es ist zu spät. Ich bin es nicht. Also, ich habe jemanden gekillt, ja, aber ich bin es Problem nicht. Das Problem ist, Reggie hat jetzt schon gewotet. Wenn also jetzt der Imposter rausfindet, wen Reggie gewotet hat, muss er nur die gleiche Person voten. Wollte ich zu... Und es ist ziemlich offensichtlich, auch anhand des Gespräches, dass Reggie Xehan gewotet hat. Also eigentlich müsste Rob schon nur auch Xehan voten und die Sache ist durch. Okay. Also ich war unten rechts und dann unten links. Ich glaube, das hat er aber noch nicht gecheckt. Haben wir leider nicht. Ich glaube, das hat er noch nicht gecheckt. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt Reggie voten, weil du hättest mich doch so gewotet, wo du mitbekommen hast, dass... Ja, jetzt hat Rob schon, wenn das sein sollte, hat er gewonnen. Keine Ahnung. Ja, schon. Und wenn Robjus aber nicht sein sollte? Shapeshifter sind fies. Er gibt sich denn als mich aus. Ja, das ist frech. Wenn Robjus nicht sein sollte, okay. Dann müsste das jetzt richtig laufen. Das ist ungewöhnlich still gerade. Yes. Yes!
Kixian, ja. Du kannst nicht sagen, du bist lost. Du bist doch nie lost. An Shapeshift habe ich nicht gedacht, als ich von Robchu gekillt wurde. Also ich war lost, weil mir ist literally nichts mehr eingefallen, was ich sagen konnte, was nicht irgendwie dazu geführt hätte, dass ich mich verrate. Ich fand, ja. ich musste sehr lachen, als ich mich gesehen habe. Ja, auch da habe ich wieder eine Geschichte. Also ich habe mich in Robchu verwandelt aus dem Hintergrund, dass ich, also es hieß ja in der Vorrunde, ja, Robchu ist es wahrscheinlich, weil er so serious ist. Da dachte ich so, ja, okay. Okay, alles klar, dann killt Robchu jetzt durch die Gegend und killt Leute. So. das habe ich dann bei Conning gemacht und dann wollte ich mich da oben links in die Ecke stellen, um mich wieder zurück zu verwandeln, damit das keiner sieht. Und genau in dem Moment hast du mich aber um die Ecke kommen sehen, leider. Ah, ja. Ich hatte kurz überlegt, ey, wenn er mich jetzt nicht killt, dann tue ich so, als hätte ich es nicht gesehen. Aber. Ja. Dann habe ich halt Leiche gefunden, das ist natürlich schlecht. Genau. Und deswegen musste ich schnell weg, bin rübergewendet komplett, habe mich dann neben Conan gestellt, habe mich kurz zurückverwandelt und dann 5 Sekunden Cooldown oder was auch immer das war und wie ich direkt wieder in Robchu verwandelt. Und genau in dem Moment kommst du nochmal runter. Und ich habe genau in dem Moment ist auch mein Kill-Cooldown vorbei, das heißt, ich spam den Kill-Knopf, aber irgendwie hat das Spiel das nicht registriert, also dein Report war schneller. Ey, bist ja mega gut. Eieiei. War ein knappes Ding, aber naja, GG. Ey, weißt du, lass ich dich in Ruhe und hier Scheiße machen, du willst mich dafür killen, ja, frech. Das ist immer geil, wenn man sich selber sieht. Das ist richtig, ja. Aber ja, ich hätte jetzt auch zu schnell auf Robchu wäre ich jetzt gegangen, weil mich halt Robchu gekillt hat. Ich muss mehr in Betracht ziehen, dass es Dings gibt. Ich gehe jetzt aber immer davon aus, wenn es einen Shapeshifter gibt, dass es gesehen hat. Das ist ganz schön verwirrend, ja. Let's go! Ich benutze das ein bisschen zu krass, wenn ich das mal rolle, glaube ich. Weiß man auch, wenn man stirbt, manchmal selber nicht, wer einen jetzt getötet hat. Richtig. Dann ist man erst richtig sauer auf den. Boah, ich wurde voll verraten von dem und dann. War ist das gar nicht. Okay. Ich könnte mal die Prozente für die Rollen ein bisschen höher stellen. 20% ist doch ein bisschen wenig, habe ich das Gefühl. So. Ich komm, mach mal das, was weit weg ist. Ah, das muss ich da außen rum. Ach, scheiße. Guck nur kurz mal rein, ob da irgendwas ist, wo irgendwo schon jemand tot rumliegt, aber nee. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, oder was? Ach doch, okay. Ich muss nämlich hier den nächsten machen. Das wäre jetzt frech gewesen. So, und jetzt ist alles auf der linken Seite noch. Okay. Veggie. Tut nichts. Liegt da oben jemand? Nein. Frage ist, liegt überhaupt schon irgendwo jemand aktuell? Ui! Nico war gerade hier, ja. So, ist das jetzt beides draußen? Ja, das ist beides draußen. Das ist so ein Ding wieder, genau. Ah, aber das ist dann verbunden mit einem anderen wieder. Da muss ich dann nochmal wohin? Wohin? Alter! Ja, das ist jetzt da oben nochmal was zum Abgehen. Ah, mir gefällt es nicht, dass wir bisher keinen. Oh nee, das dauert jetzt 3 Jahre. Wetten bei 9 oder so kommt der Report. Oh Gott sei Dank. Muss ich nur noch da hochkommen. Nee, da nicht. Wo ist denn das? Da. Oh, okay. Ich reporte Nico gleich.
Gott sei Dank, ey. Also. Oh, shit. Schon wieder Nico. Ich kann mal kurz was sagen. Ich bin hier Scientist. Ich habe schon länger gesehen, dass zwei tot sind. Ich wollte den Knopf drücken, da fiel mir ein... Ach, scheiße, Lichter aus. Ich habe gehofft, dass das irgendwer macht, aber nee. Also Nico liegt im Laboratory. Außerdem, wir haben Shapeshifter. Weil ja, ich habe Conan gesehen, dann bin ich später... Also mir ist ein Conan begegnet, kurz später... Gegen mir der nächste Conan. Der erste Conan war auf jeden Fall ich, weil ich habe dich auch gesehen. Ja, einer von beiden Conans ist es wahrscheinlich. Wo haben wir uns denn begegnet, Conan? Bitte? Wo haben wir uns denn begegnet? Wir waren, ich glaube, bei Laboratory oder so. Da warst du der zweite Conan. Der erste, der war so ungefähr in der Stadtregion, so bei Story. Ach so. Aber das ist schon sehr lange her, ne? Das ist sehr lange her, ja. Weil ich bin dann in der Zeit bin ich dann noch rüber zu Electrical, habe diesen Flaschentask gemacht, wo man die Flaschen auffüllen muss. Dann hatte ich noch bei Weapons einen Task. Das ging eigentlich, das ist sehr lange her. Okay, deswegen dachte ich, ich war der erste Conan, aber dann ist es der zweite, okay. Okay. Dann glaube ich nicht, dass du es bist. Also. Nee, ich glaube auch nicht, dass ich es bin. Das ist gut. Ja, ich überlege gerade, wenn's. Ja, dann kann es ja gar nicht sein. Wenn es auf jeden Fall zwei Conan gleichzeitig gab, dann muss es ja einen echten Conan geben. Richtig. Dann kann es ja auch auf jeden Fall sein. Aber ja, oder du kannst ja auch dann Imposter sein, theoretisch. Ja, natürlich, aber ich habe jetzt so viel gesagt. Du hast zwei Conans gesehen. Ich finde die Geschichte sehr plausibel. Ich habe drei Reggies gesehen. Frech, Alter. Frech, einfach frech. Ich finde die Geschichte sehr plausibel, tatsächlich. Das ist die dümmste Geschichte ever. Und ich habe auch gesehen, wie am Ende zwei Leute im Laboratory waren und einer war in Weapons, meine ich. Weil nice. Ich da beim, halt beim Ende war. Ey, der Killich und Schäfstift und nie sieht mich jemand. Mann, ey. Sad. Die ganze Zeit versucht hier... Ich habe auch versucht, hier mich zu shiften und dann zu wenden, dass es irgendjemand sieht, ja, aber ist nichts passiert. Den einzigen, den du mitgekriegt hast, war ich, weil ich wollte mich gerade über Reggie aufregen, aber da habe ich gesehen, dass ich in Rob schon zurückverwandelt habe. Ach ja. Mist, ey, aber ich hatte echt viel Zeit, Leute zu killen. Das war echt krass, dass die keiner gefunden hat. Ja, in diesen Artefaktsraum, also da, wo du mich gekillt hast, da geht auch nie jemand rein, weil da ist, glaube ich, ein Task und der ist auch ziemlich selten, dass der kommt. Ja, Mist, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich noch einen killen können, aber ich hätte doch Cooldown und die anderen waren echt weit weg. Oder ich hab's halt nicht gesehen. Und bei Lights war keiner, da war nie jemand hin, da stand ich da als Xehanort und keiner kam, ey. War knapp. Ja, also die Anti-Imposter-Mütze, die bringt's auf jeden Fall. Ja, und Switch. Du merkst schon, ja. Ich hab Conan gesehen, aber ich hab, als Conan hab ich Switch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo das war, ey, scheiße. Das war so ungefähr an der Stadtregion, so über Storage. Hab ich nicht gesehen. Conan und ich sind heute irgendwie nie Imposter. Ach, stimmt, da war jemand in der Ecke, das hab ich im Augenwinkel gesehen, ja. Aber dann ist keiner mehr gefolgt, ey. Ja, Nico hab ich ein paar Mal gesehen und dann hab ich einen Tod gesehen. Sorry, Nico, du musst das leider... Ja, ist okay. Conan, du warst auch nur einmal Imposter, oder heute? Ja, nee, zweimal. Einmal, wo ich ganz schnell enttarnt wurde und einmal, wo ich ein bisschen später enttarnt wurde. Also ich nur einmal. Aber gewonnen habe ich noch gar nicht. Ich habe jetzt mal für die ganzen Rollen die Prozentchance auf 30 gesetzt. Dass wir ein bisschen höhere Chance haben, eine von den Rollen zu bekommen. Aber wir haben doch so schon jede Rolle einen Shapeshifter. Ja, das ist tatsächlich, dass der Shapeshifter kommt, ist tatsächlich interessant. Was habe ich denn hier gefunden? Ich bin jetzt Ratchet und Clank. Geil. Nice. Gutes Spiel. Ja. Wieso habe ich eigentlich keine Haustiere? Weil du Mathe magst. Keine Ahnung. Aha. Keine Ahnung. Na, gibt Sinn. Ja, zu zahlen. Ne? Ja, so viel zu den 30%. Aber 30% sind halt auch 30%. So. Okay, da ist das Ding. Ach, das ist die Kacke. Nee, Minus. Perfekt. Und schon wieder hier Planet suchen.
Jetzt wird's mehr. Da ist es. Gut. Und dann... Ah, das ist draußen, ne? Ja, das ist draußen. Hä? Wait, hier komme ich nicht durch. Ach, das ist ein... Oh, das ist... Alter, ich renne hier gegen eine Wand nach der anderen. Mal kurz hier gucken, ob hier was passiert ist. Nein. Ist das das Ding? Okay, das ist das Ding. Mein Gott, immer diese schnellen Kills. Da wenigstens Switch immer tot, ey. Immerhin lebt Nico, das ist doch schon mal was. Aber bei, ja. bei wem muss also ich mich bedanken, dass er sich tot ist? Ich war in Office gerade. Hab heute dann gekillt, alles klar. Ich habe vorher Weapons gemacht. Den Task, wo man da die Asteroiden abschießt. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich gehe jetzt nicht zu Electrical, weil da bestimmt schon andere hingehen. Bin ich in Office rein und da liegt Reggie. Hab jetzt aber ansonsten auch nicht wirklich Ideen, wer es gewesen sein könnte. Also ich war's nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Tja. Der letzte. Ich war die ganze Zeit in Laboratory und bin jetzt gerade raus, um diese Antenne zu machen, die da auf dem in der Fläche draußen ist, unter Laboratory. Da bin ich gerade. Ich wollte erst Conan die ganze Zeit nerven und habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Deswegen lebe ich ja auch, deswegen lebe ich ja auch noch. Xehan, wo warst du? Ich habe am Anfang die Navigation gemacht in diesem Dropship und bin dann ganz nach unten links gegangen, weil ich da den Baum überwachen sollte oder den Baum, also diese Vitalfunktion vom Baum überprüfen, dann musst du so 4 Schalter betätigen. Und dann wollte ich gerade zur Laboratory rüber, dann kam aber schon, also beziehungsweise einmal das Licht ausgegangen, war ich zum Lichtfixen gegangen. Und dann kam der Report. Dropship, wo warst du jetzt unterwegs? Draußen. pass auf, ich bin eigentlich schnurstracks Richtung Specimen Room gegangen. Also vom Start aus, halt rechts dran vorbei, da wo noch andere Leute waren, die ich mich nicht mehr erinnern kann, und dann direkt runtergelaufen durch die Schleusentüre da und dann... Also du bist über Laboratory in Specimen Room gegangen? Genau. Okay. Und da war dann hier die Aufgabe mit, was war denn das nochmal? Ja, genau, da war ein Download auf jeden Fall. Und, was war denn das andere? Ja, irgendwas mit Specimen. Keine Ahnung mehr. Also ich war's. Also im Specimen Room gibt's zum Beispiel die Aufgabe, dass man so Kristalle in so Formen einfügen muss. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, ich skipp jetzt so. Keine Ahnung. Okay. Respekt an den Imposter. Wundert so, dass ich dich nicht wahrgenommen habe, weil ich in Laboratory war, aber gut, das ist ja. Am Anfang, kann sein, dass ich einfach gerade einen Task offen hatte. Aber es war nicht gut. Also, wenn er schnurstracks reingegangen ist, dann, naja. Ja, das stimmt, wenn er gleich am Anfang rein ist. Wobei ich glaube, ich bin eigentlich auch recht. Ja, also, wenn das denn stimmt, er könnte ja auch lügen. Naja. Bei Nico war es bestimmt ein Selfie-Porn. Ich habe ihn fast mal geskippt. Okay. Ja, sehr gut, Leute. Wie gesagt, danke, dass er hier tot ist, fand ich sehr nett. Das kriegt 5 Euro. Mein Bauchgefühl mag mich wieder täuschen, aber Robchu ist ziemlich sass. Aber ich weiß es nicht. So. We are back here again. So. Ja, jetzt ist da oben das Neck. Ach, das ist... lauf doch! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin tot. Okay. Ah, das ist jetzt schon wieder so ein... Er macht wieder so diesen, ne? Er macht wieder diesen. Jetzt habe ich auch nur noch im Specimen rum, dieses Ding. Ah, ich bin unschlüssig. Bin sehr unschlüssig. Oh Gott. Ach, Mensch, wir sind mittendrin. Thank you.
So. Ich kann das nicht stoppen, ne? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Also, Conan liegt im... in dem... in Admin? Ist das Admin? Ich wollte zum Specimen Room laufen und da ist mir der... Oder war es da schon im Specimen Room? Conan liegt Conan, wo liegst Admin? Du gerade? Auf jeden Fall. Also, unten. Conan liegt so, im Specimen Room. Ist unten, Specimen Room ist unten rechts. Falls ja, ich sehe die Karte. Ich glaube, auf jeden Fall irgendwo da in der Gegend. Keine Ahnung, mein Gott, draußen drin. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, die Seismics-Dinger sind an. Und da war für mich klar, okay, da kann ich jetzt nicht hingehen, weil da werde ich gekillt von dem Imposter. Weil das weil wahrscheinlich schon ein anderer tot ist. Deswegen habe ich versucht, die Leiche zu finden. Weil sonst sind wir auf jeden Fall tot. Ja? Und jetzt haben wir die Chance, doch zu voten. Ja, das haben sich anscheinend alle gedacht, weil ich stand ewig bei dem rechten Seismic-Ding und habe gewartet, dass mal jemand was tut. Aber das Ding ist, ich war gerade unterwegs zum Linken. Es war halt Stille ganz lange und dann ging halt der Seismic an, da ich sag, okay, wahrscheinlich bevor jemand gekillt und jetzt für den Final Blower, wer so wenig sind, kann man dann das sehr easy machen. Also musste ich auf Leichensuche gehen und habe halt Conan gefunden. Und ich kann leider nur raten, ich habe leider keinen Anhaltspunkt. Ich war halt, bevor ich bei diesem Seismic-Ding war, gerade noch bei Vitals. Da war auf jeden Fall, also wo das losging, der Alarm war, noch keiner tot. Und dann bin ich halt hoch zu dem rechten Ding gegangen und dann muss dann der Kill irgendwann in der Zeit. Aber ich stand ja dann auch schon relativ lange rum, also dass das Zeitfenster dann auch... Ja, ich hab mich nicht getraut. Das war mir zu heiß, die Sache. Weil deswegen, so hätte ich halt gespielt. Wenn ich Imposter wäre, dann hätte ich halt jemand gekillt und dann die Dinger an, weil man muss halt eine Zeit dahin laufen und Cooldown ist ja auch nicht so groß. Ne? Aber ich kann halt leider jetzt nur raten, leider. Aber wenn Nico recht hat, dann war der ja auf jeden Fall vorher schon, oder beziehungsweise der Alarm war vorher schon, also bevor er gekillt wurde. Ja. Ja, wenn das dann so ist. Du warst gerade auf dem Weg zum Linken. Ja, ich habe gerade meine. Ich habe, also ehrlich gesagt, habe ich das mit dem Seismo oder Seismic Charge oder was auch immer ein bisschen unterschätzt, weil ich habe noch, schön meine, meine Wires zu Ende gemacht hier bei Electrical. Also, wollte ich da gerade um die Ecke, aber dann kam der Report. Ich habe folgenden Vorschlag. Also, ich würde jetzt skippen und dann den Imposter bitten, mich einfach nicht zu töten. Ist das ein Deal? Ich glaube, ja, an den Imposter, der noch mit dabei ist, also ist das Sekunden. Ein Deal? Ja. Wenn es keinen Chatlifter gibt, was klären. Ich bin es aber nicht. Ja, jetzt. Ich weiß nicht, wen ich voten könnte, leider. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ja, ich. Warum wurde ich denn? Ja, das ist ja, ich meine, ist ja okay, dass man sich jetzt da auf mich stürzt. Aber ich habe halt wirklich keine Ahnung. Ich hatte jetzt auch keine Ahnung, wer von euch beiden, aber wahrscheinlich ihr du. Ey, Conan, ich hab dich extra protected, weil. Ernsthaft? Conan, ich hab dich extra protected, weil ich dachte, jetzt begegnest du Xehan und dann dreht er einfach um, weißt du? Dann mach ich so eine. Dass das schön abläuft. Okay. Dann mach ich so eine geile, lustige hat leider nicht Ansage funktioniert. Hier und dann werde ich einfach gewotet, ey. Mann, ey. Hat leider dann nicht funktioniert. Dann stell ich so einen coolen Deal auf und dann wird er nicht angenommen. Ja, ich glaube, hättest du den Deal nicht aufgestellt, hätte ich so mehr für Ace-Kern gewotet, aber so. Ja. Nur wegen dem Blödsinn-Deal, aber das ist doch so ein typischer Wop-Chu-Move. Ja, aber das macht dir doch nichts aus. Halt... Naja, doch, ich fand das zwar jetzt schon ein bisschen. Aber krass. Ich fände es jetzt auch schwer gefunden. Ich mache voll die geilen Calls mit dem Seismic, wie man das taktisch machen könnte, und dann will er mir jetzt noch erzählen, wegen diesem dummen Dach. Ich mache nie wieder einen Joke, jetzt bin ich mir noch ernst. So. Imposter. Ich hätte gerne den Deal angenommen. Hier, ich überlebe, dann werde ich mit dem Imposter einfach hier Partner in Crime mäßig, aber nein. Nico ist anti-Spaß. Ist okay. Nee, lass mal. Okay, los geht's. Einfach ein paar Leute gekillt, ein paar Desaster ausgelöst, damit man mich nicht sieht dabei. Ist ja schön. Ja, aber Respekt an den Imposter auf jeden Fall. Nico stinkt. Ich kill ihn jetzt zuerst. Wieder kein Imposter. Oh! Der Wissenschaftler ist mal wieder am Start hier. K.
Okay, wir können gleich rüber zu Electrical. Nee, Quatsch, das ist... Doch, das ist schon Electrical. Nein! Oh nee, jetzt muss ich alles nochmal machen, weil ich rausgeklickt habe. Ich hasse alles. Okay. Teil 2. Okay, jetzt ist bei Weapons wieder das Ding offen. Oh nee, da muss ich wieder schießen, ne? Ich hasse das so sehr, weil das halt so lange dauert und in der Zeit halt immer schon was passieren kann. 16, 17, 18, 19, yes! Sehr gut. Ja, manchmal geht's auch gut. Okay, das ist auch wieder eine Verbindung. Und dann haben wir es jetzt gleich. Ach, Fix Lights ist doch völlig egal. Ist schon jemand tot eigentlich? Jo, Robcho ist schon tot. Und da liegt er auch. Scheiße. Nicht nur, dass ich gerade auf meinen Vitals sehe, dass er tot ist, ich finde ihn auch noch. Eine Sache habe ich. Ich hab eine wichtige Sache, die ich kurz sagen möchte. Was ist das für eine Range, Alter? Okay. Danke für diesen Beitrag, lieber Geist. Das war jetzt sehr interessant. Am Anfang waren wir ja zu viert alle außer Rob Du da zusammen. Ja. Für eine Weile und da ist ja auch nichts passiert. Also er liegt oberhalb von Storage in der freien Dings rum. Also ich war noch, wo wir aus O2 raus sind, da war ich mit Xehan da unten und Xehan ist dann nach oben gegangen und ich bin nach rechts, aber das ist auch schon ewig her. Also das kann... Ja, ich habe alle noch so bei O2 da in die Ecke gesehen, dann erstmal ewig niemanden, weil ich in Specimen hatte ich halt noch die Task mit den 1, 2, 3, 4, 5 und so. Und dann war ich gerade in Laboratory, als die Meldung kam. Ich war jetzt auch ziemlich allein unterwegs die ganze Zeit. Ich musste noch ganz rüber ins Büro, um meine Wires fertig zu machen. Den dritten hatte ich da. Und ich hatte auf dem Weg noch Nico gesehen in Weapons. Das war aber auch alles, was ich gegen Ende der Runde gesehen habe. Also was heißt gegen Ende der Runde? Das war bestimmt auch schon wieder 40 Sekunden mehr oder so. Ja. Schwer zu sagen. Ja, ich habe also meine ganzen Tasks links gemacht und jetzt habe ich noch 2 in Laboratory und dann bin ich fertig. Da wollte ich gerade hin. Und ich habe mich zwischendurch an den Admin-Table gestellt und habe aber auch nur Leute in Weapons und unten links irgendwo fliegen sehen. Also auch nichts Spannendes. Also ich habe nur noch 2 kleine Tasks und da bin ich fertig. Also wenn es an mir geht, könnten wir das vielleicht noch mit einem Task mit Task gewinnen. Ja, wobei unsere Leiste noch nicht mal zur Hälfte voll ist. Also da fehlt noch einiges. Noch 4 Tasks. Oh. Okay. Also, aber die sind alle rechts. Ich muss in Specimen und dann Laboratory. Aber sind es Tasks, die sich dann wieder erweitern? Weil du hast ja diese, gerade wenn es diese Wire-Tasks sind, dann gehen die wieder auf der anderen Seite weiter. Wird mir jetzt gerade nicht angezeigt. Okay. Hast du denn schon gemacht? Gute Frage, das habe ich mir gar nicht gemerkt. Auf jeden Fall in Weapons, das hier Asteroiden. Und dann habe ich vorher noch Krams in O2 gemacht, da weiß ich gerade nicht mehr. In O2 ist dieses Verschieben. Entweder du oder Conan standest mit mir an den Wires in O2, das weiß ich noch. Ja, Wires. Wires hatte ich, glaube ich. Aber ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch in Specimen einen Task und dann 2 in Laboratory oben. Und noch einen da drunter im Freien. Mhm. Seltsam, dass du dich scheinbar nur so schlecht an die Tasks erinnern kannst, die du gemacht hast. Vor allem, wenn so viele noch übrig sind. Ja. Ja, weil ich da in dem Moment nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe drauf geachtet, wer um mich rum war und so, dass wir da alle zusammen waren. Ich hab Skip gewählt, by the way. Ja, ich würde auch erstmal noch skippen. Ich tendiere zu Nico, aber ich skippe dann auch mal.
So, dass er sich halt überhaupt nicht dran erinnern kann oder halt nur vage, das ist schon seltsam. Ja, was Reggie sagt. Ach, jetzt muss ich wieder da hochlaufen. Okay, let's go. So, das war Nummer 1. Das dürfte der letzte Wire. Ach nee, der wird sich wieder. Ah, der wird sich gleich wieder daneben wahrscheinlich na, weißt du schon. Ist das jetzt wieder daneben? Nee, ich bin durch. Ich habe alle. Okay. Rot und hellblau. Ich folge jetzt rot und hellblau, weil ich bin durch. Ich kann eigentlich. Kann eigentlich chillen. Okay, Rot ist noch am Leben. Nico! Du bist doch da in der Ecke, Nico. Okay. Wollte schon sagen. Okay, es ist Xehan. Ich war auf dem Scanner oben rechts da in der Ecke und habe gesehen, wie er getötet hat im Prinzip. Also als ob man das von da aus sehen kann. Ja, Scheiße. Das hat man gesehen. Ich möchte mal kurz sagen. Ich wollte gerade sagen, okay, das war. Okay, wenn es schon zugibt. Ich war die ganze Zeit im Vent quasi, weil ich bin hier Ingenieur. Ja. Und dann ist mein Counter leider irgendwann abgelaufen, deswegen war ich dann außen. Aber ich habe die ganze Zeit gesehen, wie zumindest Nico und Conan da noch waren. Ich war auch gerade echt verwundert, dass du, obwohl Nico da oben bist, mich einfach umbringst. Aber okay. Ich habe extra nochmal geguckt, ob ich Nico noch sehe auf meinem Screen. Auf meinem Screen war der nicht mehr zu sehen, aber Ich habe eine Sache. Also ich habe dich gesehen, wie du da standest, und dann bin ich instinktiv zurückgelaufen, weil ich so, oh nein, fuck, der wird mich jetzt killen. Und ich habe wirklich gedacht, der Abstand reicht, dass du mich nicht killen kannst. Auf einmal bin ich tot. Bei mir warst du noch viel näher an mir dran. Ich habe aber auch ein bisschen Lag gehabt tatsächlich zwischendurch, weil ich war zwischendurch mit Nico in Specimen und der war bei mir auch plötzlich in die falsche Richtung gelaufen und dann hat das Spiel ihn aber dann plötzlich wieder 5 Meter weitergeschickt. Ich habe gesehen und dann ich bin halt zu dir gelaufen und dann habe ich mir, dann bin ich, glaube ich, abgedreht wieder und dann bist du hinten mir hinterher gelaufen. Oh scheiße, da kann ich ihn nicht killen, ich bin viel zu weit weg und dann bin ich tot. Nee, bei mir war ich genau hinter dir und ich bin in dieselbe Richtung wie du gelaufen, hab schnell Licht ausgemacht und dich dann gekillt. Okay, krass. Ich hab das Licht war bei mir, ist mir gar nicht erst ausgegangen und ich war, keine Ahnung, bestimmt 4 Among Us-Figuren Abstand weg. Aber, das war frech. Da war ich ein bisschen sauer. Ja. Es war aber am Anfang ein bisschen ungeil, weil ich habe die ganze Zeit, ich hatte schon den Finger auf dem Kill-Knopf, aber dann kamen immer mehr Leute plötzlich dazu, wo wir da unten links zu 4 zusammen waren. Ja, deswegen bin ich einfach zurückgelaufen, weil ich gedacht habe, ich habe alle meine Tasks fertig, ich gehe jetzt einfach Nico und Xehan hinterher. Ja. Weil ich tatsächlich Nico so ein bisschen sass fand, weil er mit den Tasks sich so, nicht so gut ausdrücken konnte, aber er war es ja dann doch nicht. Ja. Ja, Conan da zu killen war auch ein bisschen greedy, ehrlich gesagt. Also das hätte ich nicht machen dürfen, aber ich war ein bisschen, so ein kleines bisschen habt ihr mich unter Druck gesetzt mit euren Tasks. Und ich war auch erst verwirrt, dass Reggie gewendet ist. Es hätte noch sein können, dass Chris halt ein Xehan Shapeshifter hätte sein können. Das hätte noch sein können. So. Ich war auch ein bisschen irritiert, weil ich Xehan hab ich gekillt. So. Dann ist ja diese Animation da, dass du gekillt wirst. Und als sie weg war, stand auf einmal ein Conan neben mir und ich war das so. Und dann war das sogar ganz knapp danach. Okay, interessant. Ja, irgendwie. Eigentlich. Oder nicht. Also bei mir waren locker mindestens 10 Sekunden vergangen. Aber weil, also ich habe halt auf meine Vitals geschaut, habe gesehen, Robtschü ist tot. Dann dachte ich aber so, ja gut, kann ich halt auch nichts machen. Wie gesagt, und dann laufe ich noch über die Leiche. Also bei Robtschü scheint es ein Leck gegeben zu haben irgendwie. Bei mir leckt es nicht. Bei mir hat es auch mal kurz geleckt. Bei mir war Conan auf einmal neben Ich bin hier Kabelverbindung, Junge. Ich auch. Ich hab ein Ethernet-Kabel in meiner PS5. Fick dich. Ja, aber du hast eine PS5. Ja, guck mal. Nur um damit Among Us zu spielen, finde ich gut. Ja. Nur das. So, kann weitergehen. Ach, ich habe die Thumbnails ja noch gar nicht eingestellt. Ups. Ich habe ein Ping von 20 Millisekunden. Thumbnails. Moment, ein ganz kurzen Moment. Das muss ich noch, sonst vergesse ich das.
Weil hochgeladen habe ich schon alles, eingestellt auch, aber ich habe das Thumbnail vergessen. Alles schon hochgeladen? Technische Krass. Schwierigkeiten, wir sind gleich wieder für Moment, Sie Moment, da. Moment, Moment, Moment. So, einmal Among Us 29 für Mäuschen. Zack. Wäre das hier Kabelfernsehen, dann würden wir jetzt Werbung schalten. Und einmal ja. Among Us 30 für Übermäuschen. Das klingt ja wie... Zack. So, speichern. Okay, Bilder sind drin. So, let's go. Also die Anti-Imposter-Mütze ist echt praktisch. Video-Vorschau-Bilder, wenn du... Ja? Perfekt. Previews. So, ach komm schon. Handschleins. War wieder nix. Engel wäre aber auch mal cool. Engel wäre aber auch mal cool, muss ich gestehen. So, können wir gleich weitermachen. Dann ist das gleich weg. Obju, Veggie. Oh, wieder da unten. Ah, das muss man zweimal machen, ne? Okay, let's go. Und jetzt auf der anderen Seite. Und dann haben wir alle. So. Jetzt ist da wieder einer im Freien. Aber ich glaube, das ist ein Loch. Das ist keine Antenne. Das ist so ein Loch, ne? Ach, das ist das Ding. So, dann ist da im Laboratory ganz hinten wieder eins. Hä, wieso ist denn da jetzt zu? Warte, wurde gerade grundlos hier zugemacht? Oder ist da eine Leiche drin? Nee. Das war ja weird. Ach nee, das ist das Ding. Das dauert jetzt ja 3 Jahre. Oh, 2 Sekunden noch. Ja. Oha. Ich habe Robju gefunden, der lag in Office. Da ist was passiert. Ich bin gestorben! Ja, der zweite Kill kann nicht lange her sein. Ich habe Vitals und eben war... Noch nur einer tot. Ja, also kannst du nur Wedge oder Xehan sein. Schwierig. Ja, das ist die logische. Ich hasse dieses Spiel. Außer du bist es. Ja, aus meiner Sicht, ja. Also ich kann ja mal sagen, ich war gerade ganz unten links, da sind ja diese 2 Wasserräder, die ich irgendwie auffüllen musste. Also hier das Drehen. Und davor war ich in Weapons, hab die Asteroiden abgeknallt. Davor, wo war ich davor? Genau, dann rechts davon, da war noch das dritte Rad, also das war das erste, was ich gemacht habe. Und ich glaube sonst ganz am Anfang halt in Laboratory, da war glaube ich Conan noch mit mir. War das Conan oder war das Nico? Bin mir gerade unsicher. Aber das ist so lange her, das ist eigentlich egal. Das könnte sogar ich gewesen sein. Okay. Also das war ganz am Anfang. Also ich bin die Runde gegangen, ich habe aufgeschlossen, dann bin ich ins Labor gegangen, habe die Temperatur geregelt und habe in das Fernglas geguckt. Und dann bin ich ins Specimen-Raum gegangen, habe da die Artefakte sortiert und dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gegangen. Bin dann wieder raus und im Büro lag dann die Leiche. Also neben dem Batman-Table quasi. Also mein darüber. Weg war Storage, da gab es dieses Ding zum Auffüllen, diesen Benzinkanister, das geht dann zweimal auf die linke oder auf die rechte Seite vom Dropship, das muss man also ziemlich lange machen, das hat echt lange gedauert. Und dann, lass mich mal nachdenken, wo bin ich denn dann hin? Also jetzt zum Schluss bin ich bei Laboratory rein und habe hinten habe ich jetzt diese, wo man sich draufstellen muss, wie heißt das Ding, diesen Scanner. Aber habe ich dazwischen noch was gemacht? Ich glaube nicht, nee. Wo hast du denn noch Tars, wenn du jetzt... Doch, ich hatte noch dieses Hitzeding am Lavasee. Das hatte ich noch, da bin ich noch hin richtig.
Wenn du die Karte öffnest, wo hast du noch Tasks? Jetzt gerade habe ich noch ein Laboratory, weil es nicht gezählt hat, den Scanner, der ist bei 2 Sekunden jetzt abgebrochen, als der Report kam. Und über Boiler Room habe ich noch das bei dem, ich glaube, dass der Baum ist bei O2 drin, das kleine Ding drunter. Okay. Ich hab noch den Daten-Upload, Download und noch irgendwas in bei O2. Ja, ich habe auch noch eins bei O2. Okay, ich habe keine Ahnung, welches das ist. Das ist bei mir einfach mitten im... Einer von euch beiden hat das. Also wahrscheinlich ist es dann das mit den Flaschen auffüllen. Oh Mann, das ist so ein geiles Spiel. Kann sein. Also nur wir müssen uns jetzt entscheiden. Im Boiler Room war ich gerade, da war ja das mit dem Auffüllen. Also derjenige von euch beiden, der es nicht ist, muss sich jetzt entscheiden. Schwierig. Weil ich bin's nicht. Ja. Ich tendiere zu Conan. Aber keine Ahnung. Es ist echt unklar. Scheiße, 10 Sekunden. Ich hab mindestens eine Minute niemanden mehr gesehen. Keine Ahnung, scheiße. Ja, keine Ahnung. Dann halt Conan. Ich war safe nicht. Warum? Ich war safe nicht. Warum tust du das? Okay, Xehan war's. Ich war mir unsicher. Xehan, warum? Die Frage ist, warum? Dann habe ich eh falsch gewotet, dann hätte ich es eh versaut. Also, Rob Ju, was sollte das denn? Also, Du hast mich neben der Leiche von Nico stehen sehen. Warum hast du die nicht reported? Warum hast du sie nicht reported? Ihr müsst euch vorstellen, ich war Schutzengel. Ich habe Rob Ju noch geschützt. Ach so. Und ihr standet beide einfach neben der Leiche. Also, ich denke so, jetzt reportet doch die scheiß Leiche. Also, ich schütze dich noch. Ich bin, ich bin nach Specimen gegangen. Da habe ich gesehen. Ich habe Nico in Specimen gekillt und wollte dann abhauen und dann kam mir leider Rob Ju gegen. Ich dachte mir schon so, scheiße, was mache ich jetzt? Also, pass auf, du warst ja relativ weit weg von der Leiche und ich bin dann einfach weitergelaufen mit dir. Also, du kamst ja hinterher. Dann bin ich einfach random stehen geblieben, hab dann erst die Leiche gesehen. Dann bist du da hingelaufen, hast dich reportet. Dann bin ich nachgelaufen. Okay, er reportet mich, dann mach ich's auch nicht, ist bestimmt witzig. Und dann laufe ich jetzt so weiter. Dann dachte ich halt so, der reportet mich, er ist doch mal witzig, mach mal ein bisschen hier Joke, ignorieren die einfach. Und dann wollte ich einfach so, Gerade da war mein Kill-Cooldown weg und dann hat Nico den mich gesaved und ich dachte mir schon so, scheiße. Okay, ja. Und dann standen wir halt beide neben dem Report-Button irgendwann, also diesen großen, in der Mitte. Genau. Und da ist dann mein zweiter Kill-Cooldown abgelaufen und da habe ich dich gekillt. Ich wollte einfach nur hier sagen, hier ist jemand tot, aber ich hätte dann gesagt, ja, aber keine Ahnung, wo die Leiche ist. Aber du hast mich halt vorher gekillt. Aber ich fand es ziemlich witzig. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, und dann habe ich das Spiel noch auf die Spitze getrieben und habe dann einen Self-Report gemacht. Ja, genau, das fand ich auch okay. Aber es wäre geil gewesen, wenn du mich hättest leben lassen. Hätte ich. Das war schon wieder so krass. Meine Leiche reportet hättest. Ja, also vor allem, wenn ich dann das Schutzschild. Das Ding ist, Xehan war ja also eigentlich hätte es doch klar sein müssen, dass ich es war, weil ich kam halt aus der Richtung dir entgegen eigentlich. Aber ja, aber hätte auch sein können, dass jemand hinter dir war und Dinge gekillt hat und dann in eine Richtung gelaufen ist. Also für mich war das jetzt nicht klar. Und du hast dich reportet, ich auch nicht. Also gut, wir ignorieren das, wir sind immer ein bisschen wissen. Aber irgendwie, vorne Nico hat sich gelohnt, das zu beschützen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Dafür, dass er dich dann neben dem Reboard-Button gekillt hat. Ich fand das gut. Ja? Danach für die Fans, ja. Ja. Aber Xehan hat mich dann doch gekillt, ey. Das ist also geil gewesen. Ich habe leider alles nicht auf der Aufnahme gehabt, Conan, aber es war schon ziemlich wild. Weile vor der Leiche, ja. Okay. Wollt ihr noch eine Runde oder nicht? Wir sind bei 53 Minuten. Ja, eine letzte Runde. Okay, ich war jetzt 3 oder 4 Mal hintereinander im Poster, einmal geht noch alles klar. Wenn ich Imposter bin, kill ich sofort Nico und dann ist die Runde schnell vorbei, ja? Ich glaube, ich werde heute nicht mehr Imposter. Oh Gott, Alter. Was auch jetzt bin ich. Schade. Oh, der Scientist ist mal wieder am Start bei mir. Oh. Okay, geht doch. Ich dachte schon, ich versau das wieder so wie vorhin. Oh, ich darf wieder Planeten suchen, juhu. Ich darf wieder Planeten suchen. Wait, wo ist das Ding da? Okay, da ist in der Mitte. Und okay, scannen dürfen wir auch wieder. Let's go. Diesmal aber ohne, dass wir zwischendurch hier rausgedingst werden, bitteschön.
Oh, Gott sei Dank. So, dann haben wir da unten einen. Aber ich glaube, das ist einer, der eine ganze Kette startet wieder. Genau, das ist Download. Nee, ist es nicht. Nee, das ist der. Das geht sogar voll klar. Ist bei Weapons noch. Ja, bei Weapons ist Download. Okay. Komm ich denn jetzt? Ach so. Okay. Ich guck gleich mal auf die Vitals. Ob schon was passiert ist. Nein. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Ist das jetzt mein letzter Task? Haben wir es dann? Ja, nice. Ach so, das wird nur aus... Das läuft nur aus, wenn man das volllaufen lässt. Also ich kann es aufmachen, kann es zumachen, kann es aufmachen, kann es zumachen. Das heißt, diesen Cooldown gibt es dann eigentlich nicht. Das ist dann der 5-Sekunden-Cooldown, 5-Sekunden-Cooldown, wenn man es komplett durch hat laufen lassen. Ich verstehe. Also, wo war das? Das war bei zwischen Communications und Office. Ja, das, ja. Also, ich war zuletzt in Storage. Kommt schon direkt eine Meinung dazu? Willst du die Meinung auch teilen, oder? Nee. Okay. Also, ich war am Anfang super. Sehr lange mit Stehan im linken Bereich. Electrical O2 und so weiter, und da jo. Waren wir alleine und er hätte mich mehrfach killen können. Jo. Das jetzt natürlich heißt nicht, dass es safe ist, weil ich war danach auch bei Weitest und da war noch lange niemand tot gewesen, aber er ist schon etwas weird, wenn er ja, da jetzt einfach nichts getan hätte. Das stimmt wohl. Also ich bin halt auch länger niemandem begegnet. Ich bin einmal Xeon begegnet in Laboratory. Das war es eigentlich. Ja, ich bin auch. Ich bin dann in Office, war bei Vitals und bin dann durch Specimen gegangen. Und wo ich dann oben im Laboratory war, ist mir Xeon dann wieder entgegengekommen von links. Mhm. Also. Übrigens, falls ich bin Ingenieur. Kann ich jetzt schon mal behaupten. Also falls ihr irgendwie unplausible Ortsangaben von mir hört oder seht oder was auch immer, dann bin ich gewendet. Okay. Ja. Rob Drew, was ist mit dir? Was möchtest du wissen? Bist du was denn Poster? Was hast du so gemacht? Nichts. Ja. Nichts. Wen hast du gewotet? Niemanden. Ja. Also Mir war Nico nur einmal bei Specimen entgegengekommen, glaube ich. Ich glaube, das hast du eben auch schon gesagt. Ich glaube, du hast Laboratory gesagt, aber es war da quasi dein Gang. Ja. Genau, dein Gang. Ja. Und ich glaube, am Anfang hatte ich auch noch Colin und Reggie irgendwo gesehen und Robshaw hatte ich, glaube ich, ganz ohne nicht gesehen. Ja, ich habe Robshaw auch nicht gesehen. Also, wir werden noch nicht zu einer Einigung kommen. Ja, Rob Drew ist schon etwas sass, aber es kann natürlich auch einfach Trolling sein. Ja, das hoffe ich alles. Ich habe schon mal Skip gewotet. Das wirkt nicht so, als hätte jemand eine starke Idee, weil wer es war. Ja, ja. Ich erinnere mich halt auch nicht mehr, wo das am Anfang war, wo ich Conan gesehen hatte und wer dabei war. Das, aber da es so weit am Anfang der Runde war, bringt uns diese Information, glaube ich, hier nichts. Ja, ich habe nichts zu tun mehr, ne? Ich bin komplett. Ich kann als Geist nichts mehr machen. Ich kann nur hier reingehen und euch die Vitals zeigen. Dauerhaft. Nein, wir verfolgen mal so ein bisschen den Kollegen hier.
Mensch, wenn ich jetzt der Schutzgeist wäre, ne? Naja, bin ich leider nicht. Ich habe schon wieder nicht bedacht, dass es ein Shapeshifter. Oh, fuck my life. Okay, also ich war mit Tasks fertig und habe deswegen bei Vitals gecampt. Dann habe ich gesehen, dass Rob Drew gestorben ist und dann noch ein paar Sekunden gewartet. Und dann jetzt aber Emergency Button, weil wir jetzt noch einen Kill hätten, dann wäre es ja vorbei. Ja. Okay. Jetzt weiß ja, also leider ich war keiner vorher meistens Hass auf Rob Joe, der ist jetzt tot. Also ihr beiden, was habt ihr gesehen jeweils? Scheiße. Leider niemand. Da, die kommen jetzt auf keine, die könntest du raten. Die kommen jetzt auf keinen Konzept. Weil selbst wenn sie was gesehen hätten, haben sie den Shapeshifter gesehen. Ich machen von Artifact zu Communication schlecht. Und hab mich danach ins Schachtsystem verpisst, damit mich niemand killen ganz kann. Ganz schlecht. Also ich musste nur noch ganz links, hatte ich meine Warring Task noch und in O2 das mit der Flaschen. Und das war's dann auch. Und wer hat Licht gefixt? Du hast auch Licht gefixt, oder wie? Ich nicht. Das muss irgendwo anders sein. Ich weiß auch nicht, dann muss es Robju gewesen sein. Wenn es keiner von uns war. Ja. Brauchte für meinen letzten Task kein Licht, also ich habe das ehrlich gesagt sein gelassen. Ja, ich habe ja auch einfach auf Vitals gecampt, dann... also war Reggie jetzt schon mal in der Nähe vom Licht. Das ist gut, aber das heißt nichts, weil... Ja, ich war ja in dem Sinne auch mal in der Nähe vom Licht. Ich war bei Communications. Das ist quasi der Raum südöstlich davon. Ja. Ah, na klasse. Eigentlich wollte ich heute zum Friseur gehen. Okay. Ja, so, das ist natürlich... Wer wirft eine Münze? Ja, es ist halt wirklich schwierig. Kannst nichts mehr machen. Bräuchte eine Münze mit drei Seiten. Kannst nichts mehr machen. Sowas nicht? Oder kann man es nicht mit einer normalen Münze machen, wenn die auf der Seite landet oder so? Ja, ist so wahrscheinlich, oder? Aber wirklich Respekt an den Imposter, muss man schon hier sagen. Wenn sie auf der Seite er hat es geschafft, es so zu machen, dass man es zu zweit verdächtigt ihn halt überhaupt nicht jetzt. Conan ist immer der Imposter. Not bad. Ja, du, Jungs, ich habe keine Idee. Ja, ich auch nicht. Also ich war dann Security. Ich hätte auch keine Idee, wenn ich es nicht wüsste. Also, es ist im Prinzip, aus meiner Perspektive die Frage, war das ein Self-Report? Warum auch immer das ein Self-Report gewesen sein sollte, gut, vielleicht wegen den Tasks? Oder war es Reggie? Es war gar kein Report, ich habe ja den Button gedrückt. Du hast den Button gedrückt, also? Ja. Ich habe bei Vitals gecampt, dann ein bisschen gewartet und dann den Button gedrückt. Okay. Also ich war das habe ich so nicht mitbekommen. Okay. Ja, ja. Ja gut, okay, ja, dann ist es aber okay. Aber ehrlich gesagt, das ist also wenn ich es gewesen wäre, dann hätte ich ja, dann wäre Robbie ja dort gewesen, wer hätte dann das Licht gefixt, wenn es keiner von euch war. Das kann ja nicht sein. Das wäre sehr seltsam, wenn das dann wollte ich mal Reggie, weil ich nicht glaube, dass du ihn gedrückt hättest, wenn du innocent gewesen wärst. Ach, könnt ihr mir nicht einmal als Imposter gewinnen lassen? Nee, sorry. Also ich hab den nicht ausgemacht. Das war jetzt aber pures Glück, dass ihr Reggie gewotet habt. Also, ich habe auch Scheiße gespielt. Ich finde nicht, dass du Scheiße gespielt hast. Ich habe gerade noch gesagt, also in dem Fall wirklich Respekt an den Imposter. Ich meine, du hast so gespielt, dass man dich nicht verdächtigt hat. Ja. Ich habe Robbio getötet und dann verwandle ich mich in Robbio. Wie ein Vollidiot. Ich habe Reggie gewählt, weil es halt in der Sekunde als Imposter unlogisch gewesen wäre, wenn man den Knopf gedrückt hätte für den Emergency Meeting. Ja. Naja. Ich habe jetzt Reggie gewotet, weil er halt direkt da. Also sein Path hätte halt, was er beschrieben hat, war halt
Da wäre er halt zu Electrical da locker gekommen und wenn Rob Shooter gerade das Licht gefixt hat, dann... Aber du hast mich auch als Rob Shooter gekillt, ne? Ja. Okay. Ich wollte die ganze Zeit Rob verdächtig lassen, aber dann kill ich Rob Shooter. Okay. Ja, und dann kill ich Rob Shooter und ich verwandle mich direkt danach in Rob Shooter. So, ganz ehrlich, Reggie, wenn du gesagt hättest, dass du das Licht gefixt hast, dann hätte ich sie angevotet. Aber so war es dann... Ich ja, aber ich hätte sagen können, dass Xelan das gefixt hat. Ich habe ja, tatsächlich die... Bobchat ist nicht gefixt. Ich habe, glaube ich, die Profi-Strategie gefunden. Und zwar, wenn man mit seinen Tasks fertig ist als Ingenieur, also wenn man in die Vents reinsteigen kann, einfach in Vents setzen. Den Poster wird dich nie finden. Habe ich eben auch gemacht, ja. Ja, aber du wirst auch nichts finden. Also außer... Ja, aber wenn du mit deinen Tasks schon durch bist, dann kannst du dich einfach in den Vent setzen und warten. Dann kannst du nicht gekillt werden. Ja, also du kannst halt dich eventuell an andere Stellen porten schnell, gucken, ob da was ist und dann schnell wieder woanders hin. Also. Ja gut, also du hast halt einen Cooldown auf der Aktion, also du darfst dann aus dem Vent nie wieder raus, weil sonst bist du ja in der halben Minute angreifbar. Aber, okay. Wann der Vent dann eigentlich blockiert für den Imposter? Das ist die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der einzige Weg ist, wie man den Ingenieur da rauskriegt. Wenn der Imposter selber in den Vent kriegt, dann fliegt man wahrscheinlich raus oder so. Ich glaube, das ist sogar so. Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, aber ich glaube, das ist so. Ja, das ist gut möglich. Vent-Camping ist ab jetzt gebannt. Ja, weil das wäre schon ein bisschen OP, wenn man einfach endless im Vent setzen könnte, aber ich glaube, dass das... Nein, ich glaube, so das geht nicht. Geht nur so lange gut, bis der Imposter selber in den Vent steigt. Mit den Cooldown. Wie lange mein Vent sein darf. Also, zumindest keinen kurzen Vent. Also, ich war eben locker eine halbe Minute drin oder so und bin nicht rausgeflogen. Maximal also, Time in Vents 15 Sekunden ist eingestellt. Was? Und Vent Use Cooldown ist 30 Sekunden, aber maximal. Ja, bei ihm hat es doch gelaggt. Deswegen ist das weg. Okay. Ja, okay, dann waren es vielleicht auch maybe nur 15 Sekunden. Dann bin ich vielleicht genau in dem Moment, wo er mich sowieso rausgekickt hätte, rausgegangen. Ja, okay, aber also es gibt eine maximale Zeit für Vents, ja, okay. die ja, ist hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn man sich da ewig hätte reinschwimmen können, weil es war ein bisschen zu stark. Ja, aber 15 Sekunden in diesem Spiel sind aber auch echt lang. Naja, klar. Ja, das stimmt. Ja, man könnte es auch runterstellen, aber ich meine nur, es gibt grundsätzlich eine Einstellung, dass es diese Zeit gibt. Wir haben eine grundsätzliche Einstellung, ist richtig. Richtig. Okay. Und damit schließen wir den Part hier auch ab. Danke Stunde, fürs Zuschauen, Leute. Eine Stunde, danke 10 Minuten. Fans, danke an Dani, danke an die anderen, die noch zu gucken. Ja. Danke an Tricky und an Benny-Holmes. Ja, Grüße gehen raus an Bass und alle meine anderen Leute, die ich kenne, aber gar nicht mag. Schaut euch alle anderen Videos von Colin Q88. Ja? Schaut alle Videos, am besten doppelt und dreifach, am besten die mit den meisten Klicks. Ja? Ich bin Käse. Daumen hoch. Abonnieren. Die mit den meisten Klicks dürfte immer noch Hentai sein, aber ich ja. Spielt Among Us. Und aktiviert die Glocke. Die Hälfte der Klicks sind von mir, ist ja klar. Perfekt. Aber nur wegen Dani, ist ja klar. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Zuni ist ein Nerd, gehabt euch wohl. Ja, mal schauen, was wir noch so an Runden zusammenbekommen. Ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr Leute reinbekommen in die nächsten Spielrunden. Ach komm, dann stinkt. Aber werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Ha ha ha.